Und hallo, na, wie geht's, Chat? Seid ihr gut drauf? Seid ihr, hier wird gewunken. Hier wird die beste Stimmung aller Zeiten abgefeiert. Herzlich willkommen heute hier im Stream. Kodiak Cosplay. Buenas. Applaus von euch, Chat. Applaus. Alle so, ja. Ja, wirklich. Was ist da los? Warum sind da Leute? Da ist jemand von mir. Wirklich? Da sehe ich einen Emote. Wo? Ja, Dark Wer? Leider. Wer? Dark Leider, das ist der einzig wahre. Dark Leider? Dark Leider 2014. Ja. Premium Mensch, Dark Leider. Ich nehme mal den Kopfhörer ab, weil ich wollte einmal nur kurz hören, ob sich alles gut anhört. Der Chat ist auch so ganz komisch hier positioniert. Den Stream müssen wir schöner machen. Cody, das muss schöner sein. So, jetzt ist schön genug. Wir haben Drinks dabei, Leute. Wir haben kalte Cola. Sie ist ganz lecker. Und heute ist Cody hier, weil... Ja, warum eigentlich? Ich möchte Schlagzeug spielen lernen. Das ist wie in so einem Rollenspiel, weißt du? Da geht man durch die Stadt und denkt so, oh, ich will jetzt Schlagzeug spielen lernen. Wo gehe ich hin? Kannst du mir das beibringen? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wahrscheinlich. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Sehr wahrscheinlich. Dann machen wir das so. Also Leute, heute im Stream ist Folgendes geplant. Wir haben es jetzt 18.22 Uhr. Bis 19 Uhr machen wir jetzt How to Play the Drums. Mit Cody hier, hat schon richtig Bock. Und danach machen wir andere Dinge und später gibt's dann Backseaters, Valheim. So, da muss ich dann ran und was lernen. Chat, habt ihr Bock? Wollen wir heute gucken, wie man Schlagzeug spielt? Ich glaube ja. Hast du schon mal Schlagzeug gespielt? Vor einer Woche das letzte Mal. Und also, davor? Und davor? Niemals. Niemals. Also, ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich wollte als Kind immer Schlagzeug spielen lernen, tatsächlich. Ja, okay. Auch wirklich? Ja, ja, wirklich. Und okay. Immer, wenn ich meinen Vater gefragt habe, hat der so gesagt, nee, deine Mutter möchte das nicht. Und wenn ich bei meiner Mutter war, war die so, mit deinem Vater. So geil. Das ist ja wie bei mir zu Hause. Ja, und rückblickend hatten beide nicht so Bock drauf. Das war dann so, hier, geh mal malen. Mach mal irgendwas Stilles. Mach mal was. Mach mal so Mädchenkram. Geh mal malen. So, das. Nein, heute wird Cody mal ihre Jugend, Kinderträume werden heute ausgelebt. Heute wird Schlagzeug gespielt. Und so ähnlich war es bei mir übrigens auch. Meine Mama hat immer gesagt, was willst du mit dem Schlagzeug? Da kannst du gar nicht mit anfangen. Das ist komplett dumm. Und ja, Papa hat sich dann mal rausgehalten. Der war das weder schlecht noch gut gefunden. Der war einfach nicht da. Also, der war einfach in der Bäckerei. Schlagzeug ist echt undankbar für Eltern, das stimmt. Aber wichtig ist jetzt, dass Leute wissen, wie man da rankommt. Und ich hatte Schlagzeugunterricht. Ich versuche das ein bisschen abzurufen. Ich wollte gerade sagen, du hast dich ja trotzdem durchgesetzt. Und dir das beizubringen irgendwie. Und letzten Endes kann ich auch euch, falls ihr jetzt ein YouTube-Video seht hier, also erstmal hallo YouTube, das sind immer nur Automatismen. Schlagzeug spielen ist immer das Gleiche. Es ist immer nur ein dumm Tag und schon hast du einen Rhythmus. Und das ist die Bassdrum und die Snare. Und das machen wir jetzt. Wollen wir direkt ans Schlagzeug gehen, Chat? Ja, oder? Cool, ja, auf jeden Fall. Komm, wir gehen direkt ans Schlagzeug. Ich habe extra eine andere Kamera hier hingestellt. Ich hoffe, dass die auch funktioniert. Lass mich mal gucken. Erwartet nicht zu viel. Erwartet alles, Leute. Das ist hier eine geile Drum-Session. Da kann man mal richtig was erwarten, finde ich. Guck mal, das ist alles. Nee, wollen wir nicht, wollen das auch nicht. Die wollen wir haben. Das ist die richtige Kameraeinstellung. Und jetzt gibt es erstmal. Jetzt gibt's einen genau. Hogger. Warte, ja, ich geh mal hier rüber. So. Hab ich dir. Ich hör mal ab. Warte, ich geh raus. Nee, du gehst da jetzt alleine hin. Kann man das Getränk mitnehmen? Ja, kannst du machen. Okay. Kannst du machen. Nimm alles mit. Jetzt höre ich erstmal rein, wie es das anhört. So, da. Cody ist jetzt am Drumset. Und ich stell jetzt erstmal die Kamera ein. Richtig nice. Erstmal hinsetzen. So, wie fühlt sich's an? Mächtig. Mächtig. Kannst du einmal ins Mikrofon sprechen, ob wir dich hören? Nee, ich höre dich. Nee, das da, aber ich habe dich nicht gehört. Ist es aus? Moment. Naja, hier ist Schalter. Oder? Nee, es kommt nichts. Warum kommt da nichts? Auch kommt was. Okay. Dann. So, Chat. Also, Cody sitzt schon mal bereit. Kamera muss noch ein bisschen besser. Das geht so nicht. Clara ist auch am Start. Moin. Moini. So, Mucke aus. Blockflöte, so roll dich, meine Ohren klingeln noch immer. Kannst du mal einmal. Genau, du hast schon mal Sticks in der Hand. Das ist schon mal ganz gut. Also. Das sieht schon mal sehr professionell aus. Es sieht sehr professionell aus. Ich guck mir das hier einfach mal durchs Bild an, wie das bei dir ausschaut. Richtig gut schaut das aus. Ja, geiler Stickdreher. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Hau mal, also kennst du, also erstmal musst du wissen, wie die Trommeln heißen. Weißt du, wie die Trommeln heißen? Nee. Okay, die Trommel auf dem Boden, das ist die Bassdrum. Genau. Schön, immer schön drauf. Geil, genau so, perfekt.
gucke ich mir gleich genau an, wie es mit deinen Füßen ist. Das überprüfen wir gleich. Du kriegst hier eine gute 1er Ausbildung, Cody. 1er Drummer Ausbildung. So, und jetzt die Trommel vor dir direkt, ja? Das ist die Snare Drum. Wie heißt die? Snare Drum, absolut korrekt. Dann hast du da weiter vor dir, oberhalb, hast du noch eine kleine und eine mittelgroße Trommel. Siehst du die? Ja, wie heißen die? Tom-Toms. Kleine und mittelgroße Trommel. Die heißen Tom-Tom. Beide. Die ist die kleine Tom-Tom, die mittlere Tom-Tom und die große Stand-Tom. Tom, genau die, hau mal drauf. Ja. Und jetzt will ich, dass du einmal auf die Snare haust, auf die kleine Trommel, auf die mittlere große Trommel und auf die große Trommel. Einmal nach, also bam, 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 bam. War das die Snare? Ja. So, das ist Schlagzeugspielen. Das war's. So, das war's für heute. Das war's für heute. Und dann links von dir das Becken, ja? Siehst du das? Genau, das ist die Hi-Hat. H-I-H-A-T geschrieben. Ist auch wichtig. Mhm. Und darüber ist das erste Crash-Becken. Genau, hau mal drauf. Yes, genau. Auf deiner rechten Seite, das große Becken, ist das Right-Becken. Ja, genau. Das spielt mal so durchgängig, weißt du? Genau. Da oben drüber ist ein Crash-Becken. Nee, das ist ein China. Das ist ein Crash-Becken. Genau. Und das China kannst du auch mal anhauen, das andere Becken. Klingt einfach anders. Und das da ist ein kleines Splash. Sieht cool aus, dass du da so gerade hinkommst. Das gefällt mir. Das ist schön. Das ist schön anstrengend. Und jetzt, pass auf, jetzt kannst du deinen linken Fuß, das wirst du jetzt einmal zeigen, Leute. Die Fußstellung ist wichtig. Ich weiß auch gar nicht, ob du von der Höhe genau gut da sitzt. Wir checken das mal. Ich glaube, ich habe auch die komplett falschen Schuhe dafür an. Also Schuhe hast du dabei? Nee, sind cool. Einen gut, genau richtig. Also Fuß aufs Fußpedal, Zehenspitzen bis zum Anschlag sozusagen, ganz genau. Und anderen Fuß auf das andere Pedal, ja. Yes. Und da lässt du den Fuß einfach drauf. Dass das hier geschlossen ist. Mhm. Genau. Cool. Achso, okay. So, jetzt mache ich die Tür zu. Jetzt spielen wir Schlagzeug. Jetzt wird's geil. Jetzt wollte ich aufstehen. Und zwar, rechte Hand, ja? Kommt auf die Hi-Hat. Hier hin. Genau. Damit machst du quasi das Metrum. Ja, also zum Beispiel, wenn du, machen wir mal nicht so schnell, vielleicht eins, also eins, zwei, 3, 4. Das machst du auf der Hi-Hat, genau. 3, 4. Ganz banal, das ist Drumming, Leute. Das ist schon richtig geil. So, und jetzt machst du Folgendes, das ist ja kein Problem, ne? Mhm. Das kann jeder Mensch. Jetzt machst du Folgendes, jetzt spielst du mal die Bassdrum mit dem rechten Fuß. Mach mal. Hau mal richtig drauf. Dollar, hau alles. Ja, genau, voller Cody-Einsatz. Ja, genau, und jetzt aber nicht, jetzt machst du es nur einmal. Nur einmal, bam. Genau, cool. So machen wir das. Und jetzt im Wechsel mit der linken Hand. Achtung, linke Hand darunter. Genau. Jetzt spielst du erstmal Bassdrum. Eins. Snare. Bassdrum. Snare. Nochmal. Immer im Wechsel jetzt. Ich mach den nicht so schnell. Ein bisschen langsamer. Genau. Ja. Das ist Schlagzeugspielen. Okay, Chat, das ist Nummer 1. Schon mal ganz geil. Jetzt brauchen wir noch ein Hi-Hat dazu. Jetzt machst du folgendes, jetzt übst du das erstmal, wie immer beim Schlagzeugspielen, quasi getrennt voneinander. Nämlich, dass du versuchst, rechten Fuß mit der Bassdrum parallel mit der rechten Hand gleichzeitig zu benutzen. Ja? Also rechter Fuß und rechte Hand gleichzeitig. Jetzt wird's kompliziert. Einfach mal. Aber das wird. Das schaffst du. Einfach mal beides gleichzeitig. Mach mal. Genau. Ja, mach mal nur Fuß und rechte Hand zusammen. Also. Ohne die Snare. Einfach nur, genau. Also, genau. Und du kannst mit dem Fuß richtig reinballern. Ja. Das soll schon richtig anstrengend sein. Ja, und dann ein bisschen langsamer. Ja. Also, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, genau. Was du intuitiv richtig machst, was Cody intuitiv richtig macht, ist, dass sie die Bassdrum auf 1 und 3 spielt. Das ist gut. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Ich habe einfach nur sehr viele deiner Streams geguckt. Ja, perfekt, Leute. Perfekt. Jetzt machst du Folgendes. Ja, erstmal einen Schluck trinken, genau. Wir nehmen mich auch. Chat, das war schon sehr gut. Da kann man schon mal... Ich wäre schon 8-mal durcheinander gekommen, schreibt Andrew. Sehr, sehr gut. Pass auf. Ich weiß nicht, warum das Licht anders ist, aber es ist geil. Ach so, deswegen. Ja, alles klar. Oh yeah. Pass auf, jetzt machst du Folgendes. Ja, ich höre dir zu.
Hier, mach mal den da, den weißen. Genau. Jetzt nimmst du mir den linken Fuß auf das Hi-Hat-Fußpedal. Genau, damit das Hi-Hat, die Hi-Hat geschlossen ist. Genau. Und jetzt geht's nur um die Hände. Dass du Hi-Hat und Snare, quasi rechte Hand auf der Hi-Hat, linke Hand auf der Snare. Genau. Dass du einfach gleichzeitig schlägst. Ne? Frage? Ja. Warum macht man nicht so? Weil dann wärst du Linkshänder. Aber ich bin Linkshänder. Du bist Linkshänder. Ja. Cody ist Linkshänder, Leute! Dieses ganze Video ergibt keinen Sinn! Ja, dann da machst du lieber so, ja. Wenn du Linkshänder bist, musst du so spielen. Tatsächlich. Ja, okay. Ist ja geil! Ja, alles. Neustart! Neustart, Leute! Cut! Ja, okay, dann machst du es genau so. Also, für Cody. Also, Leute, normalerweise Snare bei Rechtshändern, ja. Linke Hand Snare. Cody ist Linkshänder. Linkshänderin. Also. Rechte Hand Snare. Okay. Ja, haben wir gelernt. Also das beides dann gleichzeitig. Aber dann üb nochmal Bassdrum. Genau. Ja. Genau. Also ein. Das wäre das. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Perfekt. So, jetzt machst du beide Hände zusammen. Das ist ja eigentlich leichter. Genau. Bam. Bam. Also. Drei. Also einfach so? Oder? Nee, gleichzeitig. Achso. Ja. Das verbinden wir gleich. Also theoretisch machst du jetzt 4 Schläge. Pass auf, mach mal erst die Hi-Hat. Nämlich 1, also ganz langsam, ja? Hi-Hat jetzt 1, 2, 3, 4 mit deiner linken Hand. 1, 2, 3, 4. Wir machen das mal nach. 1, genau, 2. Nee, mach alle Schläge. Achso. 1, 2, genau. Und auf 2 und 4 machst du die Snare dazu, also auf jedem zweiten Schlag. 1, 2, ja. Ganz genau. Ja. Genau so. Genau. Und jetzt kannst du es dir denken. Dass du jetzt die Bassdrum auf 1 machst, die. Okay, okay. Also machst es einfach langsam, ja? Mhm. Also versuchst das jetzt erstmal aufzubauen für dich. Auf 1 Bassdrum, auf 2 Snare, auf 3 Bassdrum und auf 4 Snare. Und die Hi-Hat kommt immer dazu mit deiner linken Hand. Ready? Ganz langsam, komm. Ja, nochmal. Also das ist eh durchgängig. Das ist immer durchgängig. Mhm. Ja, also ganz langsam. Ganz langsamer. Ja. 2, 3, 4. 1, das ist die Hi-Hat. Machst du mit, was ich gerade mache. Genau. Machst du entspannt. Und jetzt machst du die Bassdrum. Bam. Bam. Genau. Bam. Genau. Und dazwischen machst du die Snare dazu. Bum. Tack. Bum. Tack. Bum. Tack. Bum. Ja. Genau. Ja. Und das musst du gleich. Und das machst du jetzt, bis du es können. Das haben wir gleich. Machst du es ein bisschen langsamer. Kannst dich schön drauf konzentrieren. Vielleicht so. Leute, Cody hat es gleich drauf. So vielleicht. Ich hab großen Respekt davor. Das ist koordinationstechnisch schon. Du bist richtig schlau hier, Cody. Ja. Ja, das ist für den Kopf richtig gut. Mhm. Ein bisschen, komm, wir gehen ein bisschen mehr hier auf Codys Kopf drauf, damit man sieht, wie die Schlauheit da reinkommt. Einfach auf die Schlacht zu spielen. Das ist Werbung. So. Ja, du musst spielen, Cody. Ach so. Hier ist nichts mit Pause. Ja. Mach so ein bisschen langsam. Ja, genau. Jetzt. Driving. Geil. Lauf da. Yes. Weiter. Driving. Geil. Und jetzt, Achtung, bist du auseinander. Stopp. Ja. Jetzt fängst du von vorne an. Nämlich immer der Wechsel. Das ist das Wichtige. Also du kannst auch anfangen, indem du einfach ganz entspannt Bassdrum und Snare wechselst. Ja? Ja. Du kannst aber auch sagen, nee, ich habe ein Problem mit der, wahrscheinlich ist es ja das rechte Bein und dann die linke Hand bei dir, was ja ungewohnt ist, dass ihr zusammen spielt. Ja. Genau. Jetzt kannst du auch einfach sagen, okay, das ist mein Problem und deswegen spiele ich jetzt erstmal Bassdrum und linke Hand quasi die ganze Zeit stampfen zusammen, um dich daran zu gewöhnen. Das geht auch. Mhm. Mach das mal. 1, 2, 3, 4. Also, genau, Bassdrum und linke Hand. Genau. Superhakt. Ja, ja. Ausreden. Genau. Und natürlich werden wir immer schneller werden, was geil ist. Genau. Du nicht. Heute nicht, Leute. Und jetzt kannst du alles mal kombinieren. Jetzt kannst du alles gleichzeitig spielen. Nämlich Fuß, Snare und Hi-Hat kannst du alles mal gleichzeitig stampfen quasi. Also einfach nur Lärm machen. Ja, das ist ja halt gleichzeitig, ne? Ja, ja. Genau, aber im Prinzip ja. Also 1, 2, 3, 4.
Langsamer! Ja, genau. Jetzt! Sehr gut. Okay. Klappt doch gut. Ja, das macht gut. Spaß. So, erstmal richtig Bock. Und jetzt musst du es nur schaffen, dass du das entspannt abwechselnd hinbekommst. Dann ist das das Schlagzeugspiel. Damit hast du alles, was man braucht. Gut. Also, einfach wirklich, es geht nur darum, um diese Basics, ne? Bassdrum und Snare im Wechsel und jetzt die Hi-Hat dazu. Also diese Viertel-Hi-Hats. Sind übrigens Viertel-Hi-Hats, ne? Nur, dass ihr, falls ihr euch fragt. Keine Achtel, das ist wirklich 1, 2, 3, 4 und nicht 1, 2, 3, 4. Das geht halt auch. Macht's halt geil. Also, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Okay, dann nochmal. Also Bassdrum, Snare im Wechsel mit der Hi-Hat. Du machst mal dein Tempo. Mach mal das Garn. Mach's mal wirklich so richtig langsam. So richtig ganz, wirklich so richtig lame. So, jetzt machst du aber. Jetzt machst du aber die Bassdrum nicht durchgängig. Du machst. Also, wie gesagt, zeig ich dir. Ja. Du machst, pass auf. Bassdrum. Bassdrum. Mhm. Genau. Mach den mal. Cody zählt im Kopf mit. Ich bin alleine vom Zählen schon am Schwitzen. Das ist yes. Du kriegst ja noch einen Ventilator. Also wir machen das gleich schon richtig schön. Yes. Genau. Genau. Ja, genau. Mach so. Gleichzeitig. Ja, das ist Haft. Es war okay. Also du hast jetzt quasi halb so schnell gespielt. Das geht auch. Okay. Mach's auch mal. Egal. Mach mal die Highlight durchgängig. Genau. Und jetzt machst du auf 1. 1 und 3, Leute. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt versuchst du auf 2 und 4 die Snare dazu zu bringen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und so bleib. Nicht schneller. Genauso. Ich lass dich mal machen. Geil. Ja, versuch mal reinzukommen. Hammer. Geil. Hey, mach ruhig weiter, ich spiele ein bisschen Kuhglocke dazu, es macht Bock. Leute, Kodiak Cosplay lernt heute zum ersten Mal richtig Schlagzeug spielen. Es ist schon richtig gut. Es ist schon richtig gut. Ohne Scheiß. Hammer. Ja, drauf. Ja. Geil. Schlagzeug. Ja, ist geil. Max, jetzt kannst du Folgendes machen. Ich mach mal wieder mein Mikrofon auf. Jetzt kannst du Folgendes variieren. Übrigens, ich guck immer oft zum Mikrofon. Nicht zu dir, weil damit die Leute mich verstehen. Du kannst jetzt das, was du auf der Hi-Hat gemacht hast, kannst du natürlich jetzt weiter variieren. Du kannst jetzt sagen, okay, Bassdrum, Snare, immer mit der Hi-Hat im Wechsel. Das hast du jetzt ja schon, also ganz ehrlich, du gewöhnst dich schnell dran. Ist doch ganz gut, Chat, oder? Jetzt mal ehrlich. Und das Wichtigste ist, dass Cody Spaß daran hat. Das stimmt. So ist es auch. Jetzt kannst du theoretisch auch die Bassdrum, die 1, statt auf der Hi-Hat, kannst du auch auf das Crashbecken spielen. Genau. Mach mal Crashback und Bassdrum zusammen. Ja. Ist schön laut, ne? Ja. Also wenn du jetzt Bassdrum nimmst und Crash und richtig drauf haust, ja, dann hast du nämlich, das wäre dann die 1. Also du spielst das Crash eigentlich als Betonung. Also du hast hier die Viertel drauf, ne? Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Und auf der 1 kannst du auch statt auf die Hi-Hat aufs Crash spielen. Also 1, 2, 3, 4. Zum Beispiel.
Verstehst du einfach, dass ja, du... Ja. Also eigentlich ist es immer gerade das Gleiche. Also voller Rhythmik, verstehst du? Genau. Genau. Und jetzt kannst du das wieder kombinieren mit der Bassdrum und dann... Also es bleibt immer gleich von dem, was du koordinativ machen musst. Du variierst nur mit den Instrumenten, die du hast. Bist du schon gleich bereit für den Ventilator? Mit oder ohne Rauch? Ist noch ohne Rauch, Leute. Ventilator ist noch ohne Rauch. Aber Rauch gibt's auch. Ich guck mir das mal von hier an. Du bist, ach so, ja, okay, Leute. Cody will Rauch. Ich mach die Nebenmaschine an. Weil jetzt ist, wir haben nämlich jetzt heute neuerdings, ich zeig's mal ganz kurz, wir haben nämlich hier einen neuen geilen Power-Ventilator. Das ist so für geile Rocknummern, wenn man die Haare offen trägt, weißt du? Dann ja, okay, so, okay, alles klar. Dann kann man nämlich so richtig schön posen. Das ist gut. Moment, ich mach's direkt. So. Kommt da schon was an vom Wind? Ja, ist doch gut. Das ist doch gut. So, nochmal wieder, Cody. Genau das gleiche nochmal. Ich mache jetzt Nebel an. Also, weiter geht's. Das sieht so geil aus. Mehr epischer Wind für Cody. Ich bin sehr rockig. Ja, oder? Jetzt musst du nur noch bumm, tschack machen. Dann haben wir es. Dann haben wir es gleich. Also, Nebel kommt. Du machst weiter. Ey, das ist fucking episch, oder Chat? Ist das nicht mega, ist das nicht insane? Ey, ist doch mega episch. Siehst du das, wie du ausschaust hier mit dem Wind? Das ist einfach... Hey Leute, das ist die epische Schlagzeugstunde aller Zeiten. Das ist einfach nur geil. Chat, ist mal ein bisschen Feedback. Seid ihr nicht auch begeistert? Ist doch geil. Ich mach kurz den Sound aus. Wir können nicht immer... Also Nebel müssen wir uns gleich fürs Finale aufbewahren. Ja, alles gut. So, jetzt hast du schon den, Grundrhythmus, Cody. Das ist schon mal ganz geil. Übrigens, Kodiak Cosplay bei Twitch mal eingeben. Der Cody macht sonst, wie der Name schon sagt, viel Cosplay. Ja, bisschen nebenbei. Bisschen nebenbei. Nee, ja, das ist auf jeden Fall ganz geil. Wann kommt Life is Life? Weiß ich nicht. So, dein Link wird gerade hier reingeballert, Cody. Dankeschön. Sehr gute Cosplays wird dir geschrieben. Danke. Auch nochmal danke. Jetzt brauchen wir noch, ich überlege gerade, was wir als nächstes machen. Wir haben noch 10 Minuten circa. Oha. Ja, 17, sogar ein bisschen mehr. 16. 16 Minuten, jetzt wollen wir was machen. Also. Ja. Jetzt geht's weiter. Ein Schritt weiter. Das, was du auf der Hälfte gemacht hast, jetzt kommst du aber schlecht zum Ridebacken, ne? Ja, aber das ist nicht, eigentlich ist das Ride geöffnet. Nee, das lassen wir jetzt raus. Okay. Du müsstest quasi alles einmal umgedreht aufgebaut haben, wenn du Linkshänder bist, sozusagen. Und dann... Ja, ist egal. Jetzt geht's aber an die Toms. Ich möchte, dass du... Das waren die. Genau, dass du das gleiche, also dass du quasi einen Rhythmus spielst, nämlich dumm, tack und dann 1, 2, 3, 4, dumm, tack und dann machst du einfach nur wirklich 1, 2, einfach nur mit deiner linken Hand ist das dann, weil du bist Linkshänder. Genau, also mit links 1, 2, 3, 4 und dann wieder dumm, tack. Aber dieses dumm, tack, ja, also die Bassdrum, das sagt man also wirklich so. Das auf der 1 und das auf der 2. Weißt du, auf der. Also, achso, du meinst den ganzen Durchgang? Ja. Nee, du fängst mit dem Beat an. Also, dumm, tack. Und dann, ist das ein Break. Das ist ein erster Break. Du kannst auch als ersten Break nur auf der Snare bleiben. 1, 2, 3, 4. Also. Ja. Ja, genau, mach mal. Also? Ja, mach mal. Aha. Nee, ich meine, dass du einen Rhythmus machst. Also, Beat ist ja nichts anderes als. Schlagzeugbegleitung, also die Schläge, dein Grundrhythmus ist Bass, Drum, Snare. Snare. Das ist der Backbeat, so heißt der. Das ist das, was du immer machst. Und dazu machst du halt die Hi-Hat. Also du spielst ja deine Snare mit der rechten Hand. Deine Snare, genau. Und die Hi-Hat hast du mit links gespielt, ne? Mhm. Genau. Das ist dein Rhythmus. Aber du willst Variationen reinbringen, also machst du dann meinetwegen, wenn du einen Durchgang durch hast oder
meistens drei Durchgänge, machst du danach nicht auf, machst du nicht bumm, tack, bumm, tack, sondern machst du 1, 2, 3, 4, wieder von vorne. Einfach nur, dass du eine kleine Variation drin hast, verstehst du? Also den Rhythmus, Backbeat, das, was du eben gelernt hast. Ja. Ja. Du zählst ja quasi gedanklich immer mit, 1, 2, 3, 4. Und irgendwann machst du, statt des Rhythmuses, gehst du einfach nur ohne die Bassdrum, die lässt du dann weg. Ja? Du spielst einfach nur 1, 2, 3, 4. Ganz simpel. Mhm. Mach es mal nach. Das ist nicht so schwer. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Genau, und jetzt wird es wieder von vorne los in die Mitte. Ganz genau, genau. Und da brauchst du ja bei mir die Hi-Hat dazu. Achso dann. Genau. Und das wird jetzt die Schwierigkeit sein. Also was du jetzt erlernst, ist, dass du diesen Rhythmus hast, dass du ihn abrufen kannst. Und dann zusätzlich irgendwann wechseln kannst zwischen diesem Rhythmus einfach auf Einzelschläge. Das ist das, was wir jetzt machen. Machen wir das? Ja. Geil. Immer. Ich gebe mir Mühe. Geil, ja, du machst es super. Also wieder normaler Rhythmus erstmal. Reinkommen. Ja, sehr gut. Ey, das ist doch schon Hammer. Hey, das ist doch schon richtig geil. Jetzt. Und jetzt machst du gleich, pass auf. 1, 2, 3, 4. Jetzt. 1, 2, 3. Und wieder reinkommen. Ja, fast. Genau. Das üben wir jetzt langsam. Okay. Wenn du das geschafft hast, dann ist es schon mal saugeil. Geil. Hammer. Yes. Schon voll schnell. Bist schon sehr schnell. Wirklich. Okay. Also super gut, ey. Ohne Scheiß. Super gut. Das ist super zu viel. Ich mag, dass du da aber so krass ehrgeizig bist. Also, Dankeschön. Ich merke das. Also, du wirst ja dann automatisch schneller, weil du dann denkst, ah, kacke, jetzt will ich es aber normal machen. Und dann willst du ja alles ja sofort runterprügeln. Du kannst aber auch mit dem Break anfangen, ne? Also, du kannst einfach sagen, ich mach Snare, Tom, Tom, Tom und dann den Backbeat. Das geht auch. Also, einfach, dass du damit beginnst, dann hast du mehr diese Durchgänge. Ja. Ja. Geil. Yes. Sehr gut. Ja, ist Hammer, oder? Pass auf, jetzt machst du gleich, wenn du diesen Break machst, nämlich Snare, Tom, 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 nimmst du nicht die Hi-Hat, sondern das Crashbecken. Also du spielst nur diesen, genau, nur auf der 1 das Crashbecken. Also was du eben einmal geübt hast. Und weißt du, weil du bist jetzt ja, du hast ja eben schon ganz automatisch die Bassdrum Dollar gespielt, weil du gemerkt hast, geil, jetzt geht's wieder los. Und das kannst du gleich mitnehmen und das mit dem Crash kombinieren. Okay. Also noch ein Level mehr, geil. Ja!
Okay, Chat, Nebel ist aktiviert. Wie bitte? Nur dem Chat gesagt, dass der Nebel aktiviert ist. Ja, ey, also, weißt du, was crazy ist? Nach so ein paar Minuten. Also, es ist krass. Also, jetzt überleg mal, wenn du das jetzt länger machen würdest. Und vor allem, du brauchst ja auch Zeit dazwischen, ne? Also, es bringt nichts, wenn wir jetzt 2 Stunden Schlachter spielen, so. Weil du brauchst irgendwie 1-2 Tage Luft im Kopf. Und dann wird's immer besser. Ja. Entweder ist Cody ein Naturtalent oder Krogi ist einfach ein super Lehrer. Vielleicht beides, Leute. Man weiß es nicht. Ja. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich vor einem halben Jahr mit Geige angefangen habe. Ja, Geige ist auch geil. Bring ich nächstes Mal mit. Ja, bring mal mit. Ey, da hätte ich Bock drauf. Ja, mach mal. So, aber jetzt nochmal. Jetzt mit dem Crashbecken gefällt mir richtig gut. Ich mach nochmal meinen Mic aus, weil dann haben wir einen richtig guten Schlagzeug-Sound. Also, los geht's. Danke, Chat. Ihr seid sehr lieb. Und gleich dann noch zum Finale Haare auf, ne? Und Nebel ist da. Jetzt aber noch nicht gleich Finale. Los geht's. Los. Okay. Nehmt Tempo. Ich mache jetzt gutes Licht an, dann brauchen wir von euch noch Chat ein bisschen Nebel, ihr wisst wie das läuft und dann ist hier jetzt Final Drum Session mit viel... Nee. doch, so muss es sein. Meine Mods sind auch gerade am Start und die nerven mich gerade in der Gruppe mit Dual Kickflip. Ja, mach mal. Aber ist doch schon krass, finde ich. Also Leute, ernsthaft jetzt, ist kein Scheiß. Es hört sich immer so lächerlich an, wenn ich das erzähle, aber es ist wirklich, ich bin wirklich begeistert, wie gut du jetzt nach diesen 30 Minuten Schlagzeugunterricht, in Anführungszeichen, das machst. Also ist doch Hammer. Deswegen bleib am Ball, ich mach jetzt schönes Licht und du musst jetzt nochmal durchziehen, die letzten Minuten. Sowas? Ist das Türkis? Nee. Was, so? Ein bisschen bläulicher? Sowas? Ja. So? Brauchst du nur von oben weißes Licht. Kriegst du auch. Nee, ist gut so. Sieht gut aus. So lassen wir das jetzt. So. Jetzt kommt die große Prüfung, Leute. Die Frage ist, geht die Nebelmaschine? Ich kann nur lachen beim Nebel. Haben wir Nebel? Wo ist Nebel? Ich muss es selber einmal ausprobieren. Hast du dieses Taktgebeteil? Du meinst Sticks? Als Kuhglock, was meinst du? Was? Taktgebeteil, Gerd Tobi sagt das. Hast du ein Metronom? Metronom? Ja, das kann auch sein. Aber Metronom hat jeder auf dem Handy, wenn man will. Brauchen wir ja nicht. Mercerin hat Abos verschenkt. Da kommt der Nebel. Achtung, jetzt kommt Wind. Geil, mit Mercerin, vielen Dank. Jetzt kommt der Wind. Haare auf, Cody. Wir wollen jetzt hier Rock'n'Roll sehen. So, geil. Mike aus. Okay. Zeig uns, was du gelernt hast. Geil.
Finde ich Hammer. Darf ich auch noch kurz? Ja, bitte. Ich will auch noch mal kurz spielen. Ich will noch mal kurz ran. Ich will das Spiel, was du spielst. Ich will auch epischen Wind haben. Sehr, sehr gut mit dem Wind übrigens. Hammermäßig. Richtig gut. Also Chat, wir fassen zusammen, was wir heute gelernt haben, ja? Wir haben gelernt, das hier ist die Hi-Hat. Cody, wer ist das hier? Snare. Snare Drum, exakt. Was ist das hier? Ja, Bass Drum, genau. Das? Tom-Tom. Kleine Tom-Tom. Das hier? Mittlere Tom-Tom. Große Tom-Tom, genau. Das hast du gelernt. Das hast du gespielt. Das hat Cody gespielt, Leute. Und dann hast du das hier gemacht. Okay. Mehr brauchen wir doch gar nicht. So, Hammer. Hammer, Cody. Und jetzt kannst du, wenn du das nächste Stunde gibst, dann Achtel auf der Hi-Hat. Also du hast jetzt Viertel gemacht, ja? Das hier. Und Achtel wären doppelt so viele Schläge folglich. Das ist das nächste, was du lernen musst. Und dann kannst du statt den einen, also statt den Einzelschlägen auf Snare und Tom-Tom, kannst du dann auch Doppelschläge machen. Also das hier. Schaffen wir alles. Hammer! Richtig gut! Wenn wir das haben, ja, dann gibt's noch einen, dann machen wir irgendwann Smells Like Teen Spirit. Ja? Dann machst du nämlich Synkopen in der Snare. Ist auch nicht so schwer, Leute. Machen wir dann. Und irgendwann improvisieren wir dann, okay? Ich hab richtig Bock. Das ist prüfungsrelevant. Das ist alles prüfungsrelevant. Oh no! Mega. So, helles Licht an, Ventilator aus, geboxt wird hier. So, erstmal wieder anderes Licht. Moment, hier Vollbildmodus. Jetzt sind wir hier. Jetzt kommt wieder Werbung. Moment. Chat, habt ihr auch alles gelernt, was ihr lernen wolltet heute in der Schlagzeugschule? Der einzig wahren, besten Schlagzeugschule. Du kannst die Tür aufmachen. Klingeln die Ohren. Wirklich? Ja. Ja, das ist halt die Bürde. Das ist halt das, die... Das nehme ich gerne auf mich. Das ist, du kannst auch, also auch jetzt mal ganz Real Talk, Gehörschutz ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ich habe den auch immer drin. Weil es einfach sehr laut ist. Warte, jetzt müssen wir uns aber noch Feedback vom Chat abholen, ne? Kannst du nicht sofort abdüsen hier. Ja, lass die Tür ruhig auf. Ja. Ist schon okay. Bitte? Musst du nicht? Nee, ich nehme mir einen Hocker. Nee, ich meine zeitlich. Ja doch, aber 2 Minuten haben wir noch. Danke, Chat. Ich habe ab und zu raufgelinst und ihr wart alle sehr nett. Michi ist auch im Start. Hey. Oh, schwierig. So, Chat, Fazit nach 45 Minuten Schlagzeugunterricht. Erstens, wie hat Cody sich geschlagen? Jetzt rated Cody und rated meine Schlagzeuglehrer-Skills. Jetzt, ich will nur Noten, sagen wir mal eine Skala von bis 7. Da will ich nur 5 haben, nur 5 bis 7. 5 von 7 will ich haben. Geige ist cooler, wird dir geschrieben. Ja, ich glaube, Geige ist für die Ohren besser auf Dauer. Wer ist denn Alligator Jack? Hätte es nicht besser machen können. Wer ist Alligator Jack? Das habe ich schon mal gehört, aber wer ist es? 3 minus. Kötter! Du fällst mir hier in den Rücken! Cody war mega Krogi, so okay. Zweitbester Drummer auf Twitch und Krogi. Am Anfang ist Schlagzeug besser. Am Anfang ist Schlagzeug. Achso, als Geige. Ja, ja, glaube ich auch. Ich glaube, Geige ist. Geige ist richtig undankbar. Das ist richtig räudig. Ja, aber ich kann jetzt so kleine Sachen, kann ich schon. Kleine Triller mit den Fingern, so, ganz klein. Achso, Alligator Jack war in Gothic 2, ja, gut, wie soll ich die Verbindung denn jetzt herstellen? Leute, das verstehe ich nicht. Ja, ey, wenn ihr das bei YouTube gesehen habt, das war die erste Schlagzeugstunde, ein bisschen wild. Denkt daran, wenn ihr das erlernen wollt, ihr habt es gesehen, es ist eigentlich erstmal, genau, ihr braucht einfach nur Leute wie mich. Nein, ihr müsst es einfach nur Geduld haben. Du wolltest auch immer schneller werden, das verstehe ich auch. Mhm. Aber nimm dir einfach Zeit, du kannst es auch zu Hause ja ohne Schlagzeug einfach üben am Tisch, so, oder wenn du sitzt. Und mach das einfach und irgendwann ist es so automatisiert,
dass du dabei eine Zeitschrift lesen kannst und du machst es einfach. Das ist nichts anderes, ist Schlagzeug. Und deswegen, jetzt habt ihr es gesehen, das ist das Geheimnis, wenn Leute fragen, ey, Krogmann, kannst du alle Lieder spielen? Kennst du alle? Nee. Aber es ist halt immer irgendwie ähnlich. Und deswegen geht das auch. So. Was kostet denn so ein Krogi pro Stunde? 420 Mark. Das hättest du mir aber mal vorher gesagt. Das hätte ich aber mal. Hast du Kodi auch ein paar Sticks für Hausaufgaben geschenkt? Ja, kann ich machen. Kann ich machen, habe ich nicht gemacht, aber mache ich jetzt. Kriegst du, was kriegst du hier? Hausaufgabensticks, ne? Aber ich hab. Ist das okay? Ja, klar. Ich weiß nicht, was die Dinger kosten. 420 Mark. So eine Kiste ist das also. Diese hier kriegst du ganz spezielle. Also, kriegst du ganz spezielle. Da diese Sticks, die leuchten im Dunkeln. Mega, bitteschön. Geil. Dankeschön. Besten Geschenke, oder? Besten Geschenke hier. Ja, Leute, ich speise Cody jetzt raus, weil jetzt müssen wir hier den ernsten Rocket Beans Alltag bestreiten. Und Dankeschön. Kommst du mal wieder? Gerne. Alles klar. Ja, dann danke, Chat, dass ihr so nett wart. Vielen, vielen Dank. Hatte ein bisschen Angst, aber hier sind ja immer alle nett. Hier sind echt immer alle nett. Weil wir wollen nur nette Leute hier. So soll es sein. Also, YouTube, ich mach die Aufnahme aus. Genau.